Hallo und willkommen zu einem neuen Vlogbeitrag. Ich bin hier unterwegs auf der A44 zwischen Dortmund und Kassel. Gehalten habe ich jetzt auf diesem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Geseke und Büren. Das hier, was ihr seht, ist kein normaler Parkplatz, so wie die Autobahn eigentlich gar keine Autobahn ist. In Wirklichkeit ist dies eine Start- und Landebahn für Flugzeuge. Und der Parkplatz, das ist ein Parkplatz oder Wendeplatz für Flugzeuge. Zwischen Geseke und Büren befindet sich ein Autobahnbehelfsflugplatz. Er ist schnurgerade und über 3 Kilometer lang. Wir fahren jetzt diese Start- und Landebahn einmal lang. Dieses Stück der Autobahn sollte als Behelfslandepiste für Militärtransporte der US-Luftwaffe dienen. Falls es zum Konflikt mit dem Warschauer Pakt gekommen wäre, wären hier nämlich die Flugzeuge aus den USA zwischengelandet, um dann von hier aus, frisch aufgetankt, weiter Richtung Warschauer Pakt zu fliegen. Die ersten dieser Autobahn-Notlandeplätze wurden bereits im Dritten Reich gebaut. Insbesondere 1944 unter Göring wurden sie vielfach genutzt. Es gibt eine ganze Menge von diesen Notlandeplätzen auf Autobahnen in Deutschland. Sie wurden von der NATO gebaut. Und zwar zwischen 1963 bis in die 80er Jahre hinein. Insgesamt 60 dieser Autobahnlandeplätze soll es geben. Weitere waren in Planung, wurden aber nach 1989 nicht mehr gebaut. Die Start- und Landebahn war immer etwa 3000 Meter lang und hatte eine Breite von 23 Meter. Der Mittelstreifen war durchbetoniert. Die Leitplanken in der Mitte waren nicht verschraubt, sondern mit einer Schnellbefestigung versehen, so dass sie in kürzester Zeit herausgenommen werden konnten. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite. Man sieht, inzwischen hat es geschneit. Auch dieser Parkplatz ist eigentlich ein Park- und Wendeplatz für Flugzeuge. Deswegen diese etwas größere Dimension. Der Platz war gedacht für 6 bis 10 Flugzeuge. Es gibt Rollwege, die zur Piste führen. Ist der Parkplatz Steinhausen? 24 Stunden hätte man gebraucht, um aus diesem Stück Autobahn einen Landeplatz für Flugzeuge zu machen. Es gibt hier auch Zu- und Abwasserleitungen, Kabelschächte, Stromanschlüsse etc. Und ein mobiler Tower wäre hierher gekommen. Soweit ich weiß, ist dieses Stück Autobahn nie als Start- und Landebahn genutzt worden und auf den beiden Parkplätzen zwischen Geseke und Büren haben nie Flugzeuge geparkt und sind vollgetankt worden. Dennoch ein eindrucksvolles Stück Zeitgeschichte. Das war's dann vom geheimen Flugplatz hier in Geseke. Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, tschüss.